Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder gute Nacht zu Super Mario World. Und ja, wir versuchen hier einen Ausweg zu finden, denn wir laufen die ganze Zeit nur im Kreis. Und das mache ich hier schon den ganzen Tag und die ganze Zeit und so weiter. Wir wollen ja auf jeden Fall weiter und deswegen müssen wir einen Secret finden. Die Frage ist aber, wo er sich genau befindet. Es heißt ja immer, dass jedes rote Level ein Secret verbirgt. Und ich frage mich, wo das hier hinführen soll. Aber ich schätze, wir müssen hier lang. Es ist sehr komisch, wie das hier gestaltet ist. Ich erinnere mich noch, früher, als ich mal Super Mario World gespielt habe, da hatte ich genau an der Stelle aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte. Aber nein! Wir sind doch nicht dumm, wir versuchen es weiter. Alter. Ich kann jetzt schon wieder kotzen, weil mich das an den letzten Part erinnert und oh Gott. Da bin ich auch die ganze Zeit am Anfang gefehlt, aber ich hoffe, diesmal muss ich mich nicht 1000 Mal eingewöhnen. Sondern nur 2000 Mal. Läuft der jetzt schon mal besser als beim letzten Part? Ah! Glitchy Mario ist wieder da. Einfach weiter, Augen zu und durch. So. An dieser Stelle mal ein Safe. Und direkt im Abgrund. Gut, dass er gesaved hat. Also, wir sind in der Röhre gegangen letztes Mal. Ah, ein gewisses Produkt. Nämlich Checkpoint. So wie wir. Oh Gott, Mario kann fliegen. Die Frage ist allerdings, wo müssen wir genau lang? Da schon mal nicht. New Chai. Und hier ist eine Röhre und da kommt man, schätze ich mal, dann raus. Da waren wir ja schon. Die Frage ist, ich hatte, glaube ich, als ich im letzten Part das gespielt habe, so gar nichts gesehen. Obwohl das, habe ich da gerade schon geguckt. Ach ja, stimmt, da war ja irgendwas drin, da war ja, oh fuck. Eine olle Feder, wer braucht schon Federn? Mario, denn offenbar kann er nicht gut springen, obwohl er Jumpman ist. Er ist der Jump'n'Run-König schlechthin. Er hat Donkey Kong in tausenden Spielen besiegt. Er hat Bowser, den Echsenkönig, den feuerspeienden Hyper-Typen, fertig gemacht. Aber in diesem Level kann er nicht mehr springen. Ist das nicht traurig? Ist das nicht traurig? Okay. Ich heule mit euch. Und hier ist, glaube ich, schon wieder. Da oben ist gleich das Ziel. Aber hier sind Pfeile und hier kann man hin. Ich glaube es. Ich weiß es. Ich erinnere mich. Ich habe mich irgendwann mal ganz früher informiert. Oder ich habe es selbst rausgefunden. Ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich mal gesehen, diese Pfeile. Die heißen nicht einfach nur da nach oben, sonst würden das der Pfeil da nach oben sein und sonst würden die da oben sein. Aber nein, die Pfeile zeigen nach hier und deswegen müssen wir nach da. Denn das Level hat zwei Teile, nämlich können wir sterben. Das auch, aber wir können da hinten noch weiter. Und das ist wunderbar. Denn wie ihr jetzt sehen werdet, ist hier noch ein Ziel. Und das ist das verblüffende und auch fiese, das wahrscheinlich fieseste Secret Exit hier im Spiel, finde ich. Denn es ist so offensichtlich, aber auch so einfach. Ja, ist ziemlich das gleiche. Ja, das ist so einfach, dass es wieder schwer ist. Das ist ziemlich komisch, aber schön, dass sie das so gut gemacht haben. So, wir könnten den Part schon hier beenden, aber das wäre mega assi.
deswegen machen wir unseren allerersten Fortress-Level. Fortress heißt auf Deutsch Festung. Und ist keine normale Castle, sondern eine Festung, so eine Art Bonus. So eine Art Bonusburg. Nur halt Festung. Und die sind oft nicht einfach. Und da wollte ich eigentlich auch an der Waldwelt hin, aber hatte dann keinen Bock mehr drauf. Deswegen machen wir jetzt die Schokoladenfestung. Das wird sehr interessant und ich habe jetzt schon Angst. Ich habe Herzbammel, mein Herz rast. Und wie man auch sieht, der Grafikstil ist immer dann wieder komplett anders. Und man merkt das auch am Levelaufbau und an den Ideen, die dahinter stecken, dass die Fortress-Level immer was ganz Besonderes sind. Das sieht man auch hier schon. Hier kommen diese komischen Stifte runter. Das eigentlich so Holzteile sein sollen, aber für mich sind das Stifte. Das ist das Interessante dabei. Jetzt fragt ihr euch, was schießt uns da ab? Ist das etwa Bose und warum kommen die von mehreren Seiten? Da kann ich euch ganz leicht sagen, woran das liegt. Das sind nämlich, glaube ich, die Bose-Statuen. Ja, das müssen die sein. So. Ich hoffe, danach kommen wir in der echten Burg hin. Okay, das war schlecht, aber egal. Okay, das sah jetzt eher so Speedrun-mäßig aus, sollte es aber eigentlich gar nicht sein, denn ich... Eigentlich wollte ich die... Okay, so sollte das auch nicht gehen. Oh Gott, was tut... Was ist denn los? Das ist so eine einfache Stelle. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das machen wollte. So wollte ich das machen. So nicht. Warten wir erstmal, bester Kollege. Gehen da durch. Nehmen den Pilz mit. Gehen weiter und haben Angst, dass wir sterben. Das hier ist übrigens auch eine sehr fiese Stelle, wenn man die Blöcke nicht aktiviert hat, weil dann kommt dieser kleine... Oh Gott, ich habe gerade meinen Bildschirm vollgespuckt. Sei froh, dass ihr das nicht gesehen habt, weil da war jetzt wirklich alles voll. Ich muss das kurz wegwischen. Also die, wie gesagt, die Stelle ist fies, weil der Typ da ist. Der Steinblock. Einige sagen, die heißen Twoms. Aber in Deutschen steht da in ganz wenigen Spielen die Bezeichnung Steinblock. Und deswegen sind die Dinger hier oben auch Steinblöcke. Und das hier sind Mini-Steinblöcke, so nenne ich die jetzt einfach mal. Ich weiß auch gar nicht, wie die Mini-Dinger in Englisch heißen. Heißen die nicht Twoms? Ich weiß es gar nicht. Ich nenne die jetzt einfach mal Mini-Steinblock. So, das ist eine richtige Scheißstelle. Wie ihr seht, kommen da noch mehr. So. Vorsichtig. Sehr schön gemeistert. Hier geht's jetzt weiter. Ihr merkt schon, die sind sehr anspruchsvoll, diese Level. Sie sind nicht... Ihr habt zwar gemerkt, in den letzten Parts habe ich ziemlich oft gefailt, aber das war jetzt eher so... Dummheit und Flüchtigkeitsfehler oder so, kann man so sagen. Aber hier das schon sehr anspruchsvoll und spannend gemacht. Wie ihr seht, überall Stacheln und sehr cool, finde ich. Okay, das war eher mäßig cool. Ach! Und hier ist, erwartet uns etwa noch ein Boss. Oh ja, tatsächlich. Und wer das ist, seht ihr jetzt. Das sind die berühmten Rhinos oder Rhinoceros oder
Dinos. Nennt sie einfach Dinos. Und hier geht die Plattform kaputt, deswegen muss man hier weiterkämpfen, wenn man sie noch nicht besiegt hat. Ah, da steht's auch drauf. Wesnor. Das sind die Wesnors. Zumindest im Englischen. Und wir haben dieses, unser allererstes und vielleicht auch letztes Fortress in diesem Let's Play gesehen und es war sehr schön. Übrigens, diese Wesnors sieht man auch noch in jeder Zwischenburg bei New Super Mario Bros. 2. So, und jetzt haben wir das besiegt und kommen hierhin in Chocolate Island 4. Das ist sehr interessant. Wir gucken mal, ob wir das jetzt noch erledigen können. Oh, ho, 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 ho. Episch, 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 episch. Ich würde sagen, deswegen machen wir das im nächsten Part, weil dies so episch aussieht, denn Chocolate Island hat, Chocolate Island 4 hat schwebende Plattformen, worauf ich erinnere mich noch und da kommen auch noch spannende Sachen auf uns zu. Wer das nicht verpassen will, der sollte sich den nächsten Part ansehen, denn dieser kann sehr spannend werden. Vor allen Dingen werden wir da die nächste Burg vielleicht auch noch erledigen können. Das ist jetzt sehr spannend. Also, wenn dieser Part dir gefallen hat, dann lass doch mal bitte, bitte, bitte einen Daumen hoch da. Aber nur, wenn er dir gefallen hat. Wenn nicht, dann tu es nicht. Ich will niemanden dazu zwingen. Also, bis dann, wenn es wieder heißt, Let's Play Super Mario World.